Gott ist tot. Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühne feiern? Welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat. Und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, heißt es in der Bibel, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Matthäus 4,4. Was heißt das? Wir brauchen einen Sinn in unserem Leben, der über das rein Materielle hinausgeht. Spiritualität, Metaphysik, das Jenseits. Das Sakrale hat das Leben der Menschen schon seit Beginn der Geschichte begleitet. Von den ersten Begräbnisstätten bis hin zu Gotteshäusern. Der Glaube an die Existenz von unsichtbaren Wesen, von einer übermenschlichen, außerweltlichen Realität, das war vielleicht der mächtigste Glaube der Menschheitsgeschichte überhaupt, der Glaube an das Heilige. Aus ihm heraus hat sich jede Macht, auch jede weltliche Macht, erst abgeleitet. Das Heilige offenbart sich dem primitiven Menschen schon in natürlichen Gegenständen unserer profanen Welt, obwohl es als das ganz andere nicht von unserer Welt stammt. Der Religionshistoriker Mircea Eliade hat diese Manifestation Hierophanien genannt. Das Heilige erscheint im Profanen und heiligt es dadurch. Die Gegenstände der Natur erhalten erst Sinn und Bedeutung, was durch die Rituale und Feste, die den Göttern gewidmet waren, verdeutlicht wurden. Für einen primitiven Menschen war das Heilige echt und hat sein Leben erst sinnvoll gemacht. Auch das Aufkommen des Christentums hat im Grunde genommen nur eine geringfügige Änderung dieser primitiven Weltsicht bedeutet. Nicht mehr die Natur war jetzt heilig, sondern der Himmel, das Jenseits. Aus dem Polytheismus wurden der Monotheismus, ein einziger Gott. Das Heilige hat seine herausragende Bedeutung aber beibehalten. Das Ziel des Lebens ist für den Christen das gleiche geblieben wie das der Heiligen. So nah wie möglich am Heiligen zu leben, in der Gemeinschaft mit Gott. Der Christ war sich, wie der primitive Mensch, der Existenz des Heiligen sicher. Und so fühlte er sein Leben selbst dann bedeutsam, wenn das Leben auch ziemlich hart sein kann. Dauernd ist es entweder zu heiß oder zu kalt. Es gibt Mücken, es gibt Kakerlaken oder die Polkappen schmelzen. Die Simpsons werden immer schlechter. Leute sterben, die man kennt. Man wird krank oder stirbt selber und so weiter. Aber wir heutzutage leben in einer ganz und gar neuartigen Welt, zumindest die säkularen Menschen des Westens und das erst seit kurzem, wenn man auf die gesamte Menschheitsgeschichte sieht. Nachdem das Christentum für uns als bestimmende Ideologie untergegangen ist und zum ersten Mal nichts anderes übrig geblieben ist, als die ganze Welt aus einer profanen Sicht herauszusehen, durch die Linse des Weltlichen sozusagen, alles neu. Die Dinge sind jeglicher Heiligkeit entkleidet, was natürlich zu einer immensen Sinnkrise geführt hat. Für die nicht-religiösen Menschen der Neuzeit, sagt Mircea Eliade, ist der Kosmos undurchsichtig, gleichgültig und stumm geworden. Er überträgt keine Nachricht, er enthält keine Chiffre, also keine Zeichen, die für uns etwas bedeuten würden. Der Zusammenbruch des Christentums war unvermeidlich, sagt Friedrich Nietzsche. Jener Christenglaube, der auch der Glaube Platos war, dass Gott die Wahrheit ist, dass die Wahrheit göttlich ist. Aber wie, wenn dies gerade immer mehr unglaubwürdig wird, wenn nichts sich mehr als göttlich erweist, es sei denn der Irrtum, die Blindheit, die Lüge, wenn Gott selbst sich als unsere längste Lüge erweist. Nun, mit dem Beginn des wissenschaftlichen Denkens ist dann jeglicher Zweifel an der Religion und am christlichen Dogma so weit verbreitet worden, dass Nietzsche beinahe gezwungen war, die Welt als eine solche zu beschreiben, in der Gott tot ist für diese Welt. Sein Gott ist tot ist keine Proklamation, sondern eine Feststellung, der alle im Grunde genommen schon zugestimmt haben. Das ist natürlich jetzt eine ziemliche Herausforderung für uns und im Grunde können wir
die letzten 2, 3, 4 Jahrhunderte als einzige Auseinandersetzung der Menschen mit dieser Herausforderung betrachten. Wir brauchen Spiritualität, wir brauchen eine außerweltliche Welt, Werte, und wir können trotzdem aber nicht mehr rein wissenschaftlich an Gott und ein Leben nach dem Tod glauben, die uns dann diese außerweltlichen Werte geben können. Für Nietzsche war das eine ziemliche Enttäuschung, allerdings auch kein Grund zum Feiern. Er hat vielmehr prophezeit, dass diese Erkenntnis langsam auf den Westen einwirken werde, dass das bisher solide Fundament der westlichen Weltanschauung nichts als eine Lüge war, sodass ein Zeitalter der Entmoralisierung anbricht. Ohne Gott gibt es auch keine göttlichen Werte. In einer Notiz aus dem Nachlass beleuchtet Nietzsche diese historische Entwicklung. Der Untergang des Christentums an seiner Moral, die unablösbar ist, welche sich gegen den christlichen Gott wendet, der Sinn der Wahrhaftigkeit durch das Christentum hochentwickelt, bekommt Ekel vor der Falschheit und Verlogenheit aller christlichen Welt- und Geschichtsdeutung. Rückschlag von Gott ist die Wahrheit in den fanatischen Glauben, alles ist falsch. Nun, eine Verschiebung von Gott ist die Wahrheit zum fanatischen Glauben, alles ist falsch, da sind wir heutzutage. Totaler Relativismus, es gibt keine Wahrheit oder auch jeder hat seine eigene Wahrheit und so weiter. Das führt natürlich zum Rückzug aller religiösen Werte aus dem gesellschaftlichen Leben, aus dem privaten Leben und damit zum Verlust des Gefühls, in seinem Leben etwas Heiliges zu haben. Aber da das Heilige ein fester Bestandteil der Weltanschauung praktisch jeder Kultur in der Geschichte war und die höheren Ideale und die geistigen Ideale und Werte verkörpert, die es in der Vergangenheit ermöglicht haben, überhaupt nach etwas Heroischem zu streben, Kultur voranzubringen, ist dieser Verlust natürlich höchst problematisch. Nietzsche war jetzt der Ansicht, dass der Verlust dieser Werte und Ideale der Religion die Menschen dazu bringen würde, ihr eigenes Potenzial, die eigene Größe zu vernachlässigen. Der Mensch gibt es auf, ehrgeizige Ziele zu erreichen, die den höheren Typus des Menschen vom niederen Menschen unterscheiden. Als Folge dessen stellt er sich eine Art neuen Mensch vor, die er den letzten Menschen nennt, nämlich jemanden, der sich nicht auf die Möglichkeiten konzentriert, die Größe des Menschen zu verwirklichen, zu verbessern, sondern ausschließlich auf die Verwendung von Wissenschaft, von Technologie, auf das Vergnügen, auf die Bequemlichkeit, auf den reinen Nutzen. Seht, ich zeige euch den letzten Menschen. Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern? So fragt der letzte Mensch und blinzelt. Die Erde ist dann klein geworden und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie der Erdfloh. Der letzte Mensch lebt am längsten. Auch da sind wir heutzutage angekommen, bei einer bloß auf das Weltliche, das kurzfristige konzentrierten Menschheit, beim Massenmenschen, der keine höheren Ziele mehr hat. Also sprach Zarathustra, daraus ist es nämlich. Wer ist Zarathustra? Zarathustra ist der Hauptprotagonist, könnte man sagen, dieses Werkes hier. Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche im Untertitel Ein Buch für alle und keinen. Entstanden in den Jahren 1883 bis 85. Es ist nicht direkt ein Sachbuch, sondern eher so wie die Bibel oder der Koran, ein erzählendes Buch. Es geht um den Propheten Zarathustra, der als Einsiedler 10 Jahre in den Bergen gelebt hat und nun den Menschen seine Erkenntnisse verkünden will. Er predigt auf dem Marktplatz. Aber wer hätte es erwartet? Die Menschen lachen ihn aus, denn der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Im Zarathustra von Nietzsche begegnen wir vielen seiner wichtigsten Themen, der ewigen Wiederkehr desgleichen, die Umwertung aller Werte und natürlich auch dem Übermenschen. Also sprach Zarathustra ist gewissermaßen der Versuch, die Heiligkeit und Würde der menschlichen Existenz in der geistlosen und gottlosen modernen Welt wiederherzustellen, diesmal allerdings ohne Bezug auf eine jenseitige Welt, eine Hinterwelt, wie Nietzsche das nennt. In Ecce Homo, einem Buch von 1889, sagt Nietzsche über Zarathustra rückblickend, innerhalb meiner Schriften steht für sich mein Zarathustra. Ich habe mit ihm der Menschheit das größte Geschenk gemacht, das ihr bisher gemacht worden ist. Dies Buch mit einer Stimme über Jahrtausende hinweg ist nicht nur das höchste Buch, das es gibt, das eigentliche Höhenluftbuch. Die ganze Tatsache Mensch liegt in ungeheurer Ferne unter ihm.
Es ist auch das Tiefste, das aus dem innersten Reichtum der Wahrheit herausgeborene, ein unerschöpflicher Brunnen, in den kein Eimer hinabsteigt, ohne mit Gold und Güte gefüllt heraufzukommen. Da der Tod Gottes jedoch zu einer wachsenden Skepsis geführt hat, hielt Nietzsche nicht alle Menschen für eine solche geistige Wiederbelebung für geeignet. Er glaubte, diese Aufgabe würde nur wenigen überlassen bleiben, die über das Wissen und die Kraft verfügen, die nötig sind, um sich aus dem verfallenen Zeitgeist zu befreien und die im Kampf um heldenhafte Ziele Sinn finden, Erfüllung und Lebenskraft. Auch diese eine heldenhafte Aufgabe, die dem Leben Sinn und Erfüllung gibt, ist es ja heutzutage, die so viele, vor allem junge Männer, suchen und in die Hände von Extremisten laufen lässt. Aber sie laufen dann eben wieder einer anderen hinterwäldlerischen Ideologie hinterher, wollen also wieder zurück in die Heiligkeit der voraufklärerischen Zeit und laufen damit zu einer neuen Herde. Nietzsche aber schrieb den Zarathustra, wie er sagt, um viele von der Herde wegzulocken. Der Prophet Zarathustra stellt nun etwas auf, was der Philosoph Peter Berkowitz eine Ethik der Selbstvergötterung genannt hat. Eine Reihe von strengen Forderungen an das Individuum, nach dem Tod Gottes die Möglichkeit zu ergreifen, selber Gott zu werden. Zu lange haben die Menschen damit verbracht, ihre höchsten Werte irgendeinem Gott zu opfern oder einem Kosmos oder einer Autorität zu opfern. Es ist jetzt aber Zeit, dass der Einzelne sich selbst als Schöpfer dieser Werte erkennt. Er muss seine eigene Bedeutung erst formulieren und seine eigene Rechtfertigung zu leben. Die muss er finden, anstatt sie sich von Institutionen oder von irgendwelchen Glaubensbekenntnissen vorgeben zu lassen. Aber trotzdem, da bleibt noch etwas tief in uns drin, was eine starke Kraft in der menschlichen Psyche ist, die uns zurückhält. Der Herdeninstinkt, die Herde, die Masse. Die Gruppe, die Freunde, die Familie. Klar, das verspricht Sicherheit, man kann sich fortpflanzen, man wird im Alter gepflegt. Der Mensch wäre auch ziemlich doof, wenn er seine eigene Herde verlässt und alleine loszieht. Aber Zarathustra macht genau das. Zarathustras Forderungen, seine neue weltliche Ethik, stehen aber so sehr im Widerstreit mit unserer menschlichen Natur, dass der Mensch, der fähig ist, sie zu erfüllen, die Grenzen ihrer Menschlichkeit überwindet und zu dem wird, was Nietzsche dann den Übermenschen nennt. Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Aber bevor ihr euch jetzt aufmacht zu trainieren, euch zu verbessern, zu üben, können wir wirklich zum Übermenschen werden? Nietzsche sagt nein. Einfach nein. Es ist einfach zu schwer. Und trotzdem muss man den Weg in diese Richtung gehen, weil nach dem Tode Gottes alle anderen Wege versperrt sind. Die mutigeren und unabhängigeren Seelen unter uns sollten das anstreben, sollten eine Brücke zum Übermenschen werden, weil der Übermensch selber zu weit von unseren jetzigen Möglichkeiten entfernt ist. Es ist für den modernen Menschen unmöglich, sich von allem frei zu machen, ganz auf sich selbst zu vertrauen. Wir sind einfach viel zu abhängig von der Gruppenmeinung, vom Mainstream, von dem, was uns beigebracht wurde. Selbst wenn wir uns als total unabhängig sehen, sehen wir doch immer nur das, was wir sehen wollen. Wir sind voller kognitiver Dissonanz, blenden alles aus, drehen uns alles zurecht, weil es nicht nur bequem ist, sondern sogar überlebenswichtig. Uns selbst zu belügen macht einen großen Teil unserer Identität aus. Außerdem sind wir meistens faul, unehrlich, planlos, schwach. Also wer sich nicht angesprochen fühlt, einfach Video ausmachen. Auch seid ihr mir nicht schön genug und wohlgeboren. Ich brauche reine, glatte Spiegel für meine Lehren. Auf eurer Oberfläche verzerrt sich noch mein eigenes Bildnis. Eure Schultern drückt manche Last, manche Erinnerung. Manch schlimmer Zwerg hockt in euren Winkeln. Es gibt verborgenen Pöbel auch in euch. Und seid ihr auch hoch und höherer Art. Vieles an euch ist krumm und Missgestalt. Da ist kein Schmied in der Welt, der euch mir zurecht und gerade schlüge. Ihr seid nur Brücken. Mögen Höhere auf euch hinüberschreiten. Ihr bedeutet Stufen, so zürnt dem nicht, der über euch hinweg in seine Höhe steigt. Aber nur zur Orientierung für die mutigeren und unabhängigeren Seelen unter uns. Was macht den Übermenschen aus? Der Übermensch hat Tugenden.
Er hat sie neu geschaffen und er hat sie aus sich heraus geschaffen. Nicht, weil es ihm irgendeine Autorität, Gott, Kirche, Kaiser, Vaterland, Gesellschaft sagt. Also gehört zu ihm das Schaffen. Der Übermensch ist ein Mensch der Tat, er ist ein schaffender Mensch. Zum Schaffen gehört allerdings auch immer das Vernichten. Der Übermensch ist kein Nostalgiker, der die Dinge um ihrer selbst willen erhalten will, selbst wenn sie obsolet geworden sind. Er hält nicht krampfhaft an Altem, an Vergangenem fest, sondern freut sich auf das Neue. Er heißt es willkommen. Der Wille des Übermenschen ist sein einziger Handlungsmaßstab. Er ist mutig, er ist hart, er ist kompromisslos, wenn er seine Ziele verwirklichen will. Der Übermensch ist ein Egoist und das ist vor allem etwas Gutes. Er liebt sich selbst und seine Selbstliebe macht ihn selbstbewusst und sie verhindert vor allem, dass er sich als Opfer darstellt. Heute, wo Opfersein so modisch geworden ist und irgendwie für alles entschuldigt, ist diese Selbstliebe, der Verzicht, sich zum Opfer machen zu lassen, eine Tugend, die sehr selten ist. Der Übermensch ist kein Sklave und er denkt nicht wie ein Sklave. Der Übermensch hat Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Der Übermensch liebt das Leben. Und zwar dieses Leben. Er wartet nicht auf ein Jenseits, sondern liebt das, was ist, auch und gerade in seiner Vergänglichkeit. Also, ihr Brücken zum Übermenschen da draußen, glaubt an euch selbst, liebt euch selbst, seid egoistisch, seid mutig und schöpferisch und liebt dieses Leben. Es ist das Einzige, was wir haben. Das war's für heute auf Kaiser TV. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, mehr Philosophen, mehr Bücher, mehr Literatur, einfach abonnieren und bei Patreon vorbeischauen. Beim nächsten Mal geht es um dieses Buch hier, Der Waldgang von Ernst Jünger. Oder auch eins der nächsten Videos, da geht es um Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Zwei wundervolle Bücher und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ciao.